Hallo und willkommen zurück in dem wunderbaren Hardcore-Projekt. In der letzten Folge haben wir schon mal ein bisschen Kühe gezüchtet und mir ist etwas aufgefallen, was ich noch gar nicht gemacht habe, nämlich die hier. Die sollte ich vielleicht auch anpflanzen, damit ich einen Ertrag davon habe. Und das werden wir jetzt gleich machen. Das heißt, wir nehmen uns Wasser mit, denke ich mal. Haben wir doch hier sicher schon eine Endlosquelle gemacht, oder? Ja. Nö. Oder? Doch. Mit Sicherheit. Das ist das Erste, was ich mache. es ist immer so lange her, wenn ich da weitermache. Ich mache immer ein paar Folgen am Stück und dann ist erstmal wieder Pause. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Reicht fürs Erste. Wir pflanzen da jetzt nicht ewig lang herum. Außerdem habe ich auch gar nicht so viel, dass sich das auch wirklich auszahlen würde. So, einmal noch. Und dann können wir schon von hier nehmen. Während ihr das gerade seht, bin ich im Kino mit den Kindern. Den neuen Super Mario Film schauen. Hurra! Sie haben letztes Jahr im Sommer einen Trailer gesehen und liegen mir seitdem damit in den Ohren. Das kann ganz schön nervig sein, wenn es noch ein Jahr hin ist, bis der Film überhaupt kommt. Eieiei, was ist denn da? Nichts Schädliches für mich. Wir werden heute schon mal ein bisschen was abbauen hier an Holz und Zeugs und schon mal ein bisschen so die Konturen fürs Haus legen. Und von der Höhle aus, beziehungsweise von meinem derzeitigen Schlafplatz aus, werde ich dann wahrscheinlich gleich mal in den Tunnel graben für die Mine. Da müsste ich eigentlich da unten irgendwo landen. Wenn alles so abläuft, wie ich mir das gerade ausmale. Wir schauen auch heute noch mal ein bisschen da runter. Das letzte Eisen, das ich da unten gefunden habe, auch für uns holen. Habe ich mir jetzt eigentlich schon mehr Eisenrüstung gemacht? Nee, habe ich nicht. Wieso nicht? Habe ich eigentlich noch Eisen? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir einfach gleich mal nach. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Eieiei. Ah, nicht? Aber da. So, das wird gleich mal mein Brustpanzer werden. Brustpanzer habe ich noch nicht, ne? Brustpanzer und Hosen brauchen wir noch. Franzhose. Da ist eine Franzhose. Und da ist der Brustpanzer. So, dann sind noch drei Eisen übrig. Das reicht für eine Spitzhacke. Nicht das leicht, sondern das reicht. So, dann tauschen wir mal aus. Leder gegen Eisen. Sehr schön. Zu viel Eisen im Blut. Ich hatte immer zu wenig als Kind. Lange, lange Jahre Eisenmangel gehabt. Das war nicht schön. So, ich denke mal, Holz haben wir zumindest fürs Legen der Konturen schon mal genug. Muss ich dann sowieso noch um einiges mehr farmen. Bäume nehmen wir gleich wieder mit, damit wir nachpflanzen können. Wären wir wieder bei dem Wort nachhaltig, das ich so liebe. Wie meine leere Geldbörse. So, dann wären wir auch schon hier unten. Und schauen wir mal, vielleicht ist der Creeper da vorne ja jetzt weg. Dann kann ich in Ruhe da ein bisschen abbauen. Beziehungsweise das Eisen holen, das da hinten noch war. Ich brauche auch Kohle. Ich denke nämlich auch schon darüber nach, ob ich mir nicht einen Ofen baue, der kontinuierlich mit den
Baumstämmen und Holz für mich Kohle produziert, also Holzkohle macht. Weil Holz habe ich ja jede Menge. Dann würde sich das direkt anbieten. Oh, der Creeper ist da nach unten gefullet. Bleibt er auch da unten oder kommt er da wieder? Ne, der kommt da nicht wieder rauf. Da war ja irgendwo Eisen noch. Ja, da hinten. Oh, da geht's weiter. Uiuiui. Na, da geht's nach unten. So, das sind mindestens 4 Blöcke. Es sind sogar mehr Blöcke, es sind 6. Ein bisschen auf die Aufnahmezeit auch schauen, damit die Folgen nicht zu lang werden. Weil eine halbe Stunde hier zuschauen, das will wahrscheinlich auch keiner. Wie ich mir da ins Hemd mache. Uiuiuiui. Na du, wie geht's dir da unten? Da muss dann auch gleich mal ein bisschen die nähere Umgebung wieder an. Vielleicht haben wir ja Glück mit dem Villager. Ich gebe nicht auf. Ja, ich brauche Villager. Unbedingt. Und je weiter sie weg sind, desto lustiger wird es die dann zu mir bringen. Und langsam wird es auch interessant, weil mein Level steigt und steigt, dass ich dann langsam mal verzaubern kann. Die Hälfte zu Level 30 sind schon mal gemacht. Das ist ja schon mal super. Passt nur durchs Farmen. Dschungel wäre natürlich auch super wegen Bambus. Könnte ich mir eine Bambus-XP-Farm machen. Sind wir wieder an der Oberfläche. In die Richtung war man nämlich noch gar nicht unterwegs. Ich meine, hier ist Plains-Biom und ziemlich viel Wald. Da ist es eher unwahrscheinlich, dass irgendwo ein Dorf ist, aber man kann sein Glück ja versuchen. Während ich nach Holz suche. Und ich denke, hier so werden wir unser Häuschen bauen. Ich würde mal sagen, Eingang hier, dann 1, 2, 3, 4, 5 frei, zack. Dann gehen wir 1, 2, 3 nach hinten, zack. 1, 2, 3, 1, 2, 3 nach hinten, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Block. 1, 2, 3, 4, 5. Block. Oh, das ist schon groß genug. Dann gehen wir nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Block. 1, 2, 3, 4. Baum im Weg. Bauen wir die gleich hier ab. Dann haben wir auch einen schönen Blick auf den Ozean. Naja, verzaubern kann ich ja noch gar nicht, weil ich ja noch nicht ausreichend Diamanten und Obsidian habe für den Verzauberungstisch. Also ist das mit dem Verzaubern Mumpitz. Aber das Häuschen können wir bauen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ist hier auch Platz. Dann ist wieder kein Platz mehr. 1, 2, 3, 4, 5 Block. 1, 2, 3, 4, 5 Block.
und 1, 2, 3, 4, 5, Block. So. Dann gehen wir schnell ins Bettchen. Ich habe schon wieder Muffensausen. Dann können wir auch gleich die Kühe wieder ein bisschen durchfüttern. Es dauert ja ein bisschen, bis der Kaugrascher arbeitet, weil er erst dann, wenn zu viele Kühe drin sind, die alten Tiere absterben lässt und die jungen Tiere nachzüchtet. Für alle, die nicht genau wissen, was der Kaugrascher macht. So, da können wir uns gleich wieder ein bisschen was mitnehmen und gleich nachpflanzen nicht vergessen. Ansonsten hat das wenig Sinn. Wenn ich es auslege, macht es noch mehr Sinn. So, das Feld ist mal angebaut komplett. Küchen. Oh! Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Jetzt ist guter Rat teuer. Nee, guter Rat ist nicht teuer. Wir machen es ganz einfach. Ich hoffe, die kommen nicht schon vorher. Moment, da muss ich ein bisschen anders agieren. So. Das darf doch echt nicht wahr sein. Die haben mir noch gefehlt zu meinem Glück. Ah, sie ziehen ab. Gott sei Dank. Aber wer weiß, ob die nicht wiederkommen. Ah, ba, ba, ba. Wollen wir gemeinsam und uns mit denen anlegen? Könnte aber auch gleich mein Ende sein. Ich habe nämlich einen weiten Weg zurück und wenn das schief geht... Habe ich überhaupt ein Schwert? Ich habe ein Schwert, aber ein was kaputtes Schwert. Dann weiß ich auch schon, was ich mit dem Eisen jetzt mache, was ich gerade gefarmt habe. Damit machen wir uns ein Schwert. So, wo sind denn die jetzt? Ich lege es drauf an. Entweder wir gewinnen oder wir sterben. Mehr kann nicht passieren. Hallo? Vollidioten. Ja, oh. Ich komme nicht ins Wasser, das braucht ihr euch gar nicht einbilden. Na kommt schon. Komm, 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 komm. Ja, ja, er schießt schon auf mich. Er ist schon unterwegs. So. Da brutzelt noch mein Metall. Wir haben unser Schwert. Ja, schaust du blöd, was? Das könnte übrigens zum Problem werden, wenn du da vor der Tür stehst. Aber wir wissen uns schon zu helfen. Was wollte ich machen? Ich wollte mir ein Schwert machen. Dazu brauche ich die Crafting Box. Nee, ein Schwert will ich. Keine Schaufel. Hallo? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Hallo. Hallo. Ja, da komm her.
Bisschen näher musst du. Nein, nicht da. Da! Kommst du? Hallo? Will ich aufmachen? Wieso denn jetzt? Spielverderber. Aber wir können es anders auch machen. Der riecht im Braten ein bisschen, dass ich ihn trollen will. Wir machen so und graben uns hier unten. Oh, jetzt kann er reingehen. Hallo? Sag mal, bist du blöd oder bist du blöd? Dann mache ich halt wieder zu. Ist das egal? Wie ist denn der? Ah, da ist er. Deine Anhänger hast du nicht mitgenommen. Sieht nicht danach aus. Habe ich deine Armbrust gekriegt? Nee, nur dein Fähnchen. Hast du deine Kollegen gelassen? Die hocken noch immer im Wasser. Ich glaub's nicht. Hehe. Na kommt. Kommt nur. Der eine schießt derweil auf dich. Au, der hat mich erwischt. Der stört mich nämlich beim Hausbau. Wisst ihr das? Oh, jetzt musst du aber nach vorkommen, weil... Ja, du schießt mir jetzt den Rücken, ne? War klar. War ja gar nicht mal so schlimm und ich kriege ja auch gleich meine Milch. So, das war's. Armbrust gibt's keine, na gut, die kann ich auch kräften. Aber gleich mal ordentlich Besuch von denen, gerade von den Villagern, das ist ziemlich böse, muss ich sagen. So, jetzt ist der Fluch auch weg. Ja, wir machen mit Cobblestone die Konturen. Den Rest machen wir dann mit Holzi. Nee, das passt so nicht, was ich gerade mache. Das passt so gar nicht. Folge heißt mit Sicherheit meine bösen Nachbarn. Irgend sowas in der Art wird mir schon einfallen. Oh, das war falsch. Der Typ mit dem Baututorial ist, ne, wenn er kein Baututorial macht. Eieiei. Oh, da können wir auch schon ernten. Weil sobald ich meine Villager habe, und ich gedenke, dass ich sie ja doch irgendwann haben werde, brauche ich Unmengen an Tinte, an was brauche ich denn noch? Tinte,
Papier, Bücher und. Da kommt das Leder von den Kühen dann auch ganz gut zu tragen. Komme ich da gleich mal ein bisschen nach unten. Eieiei, da ist schon die Höhle. Muss ich gar nicht lang suchen. Uiuiui. Ach du Heilige. Da wäre jetzt so ein Eimer Lava gar nicht mal schlecht, den man da einfach mal nach unten kippt, damit da nach unten Licht ist. Ist aber von der anderen Seite anscheinend auch zugänglich. Muss aber an den Seiten dann was hochziehen, am besten gleich mal dort. Das kann ich so nicht offen lassen, das macht mir Muffensausen. Das Wort des Tages. Und wenn man Bruchstein haben will, kriegt man natürlich Andesit. Ganz klar. Wahrscheinlich wird es dann wahrscheinlich auch gleich vorbei sein mit nach unten bauen, weil einfach mal ein Loch klafft. Ja, war klar. Wenn ich Pech habe, ist dann hier noch irgendwo ein Skelett und ich werde abgeschossen. Da unten ist schon eins. Dann machen wir zu, machen noch Licht hier rein. Und jetzt gehen wir schlafen, dann legen wir die Konturen fertig mit dem Bruchstein, den wir nicht haben. Und das war's dann für die Folge. Upsa, das wollte ich nicht, aber kann man ruhig lassen. Und es geht schon wieder weiter. Da, wo ich es nicht haben will, liegen die Blöcke. Eigentlich den da in der Mitte, den könnte ich rausnehmen. Fällt mir gerade so ein. Und was stimmt da absolut nicht? Mir fehlen da noch Blöcke. Haha. Deswegen stimmt da was nicht. Ne? Nö. Doch, fehlen. 1, 2, 3, 4, 5 Block. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Block. Ja. Jetzt passt's. Und der in der Mitte kann raus. So. Hätte man das auch geklärt. Jetzt hat das Hand und Fuß. Und jetzt ist der Bruchstein aus und die Folge auch. Ich sage danke fürs Dabeisein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.